Ja, wir haben heute das Dynacord EchoCord Super 75 auf dem Tisch. Dieses Gerät, das war schon in zwei meiner Videos. Einmal in dem Video Frühjahrsputz Teil 2, da haben wir das Gerät gereinigt. Und dann haben wir in einem anderen Video die defekte Andruckrolle des Gerätes repariert. Und die Geschichte war damit leider noch nicht zu Ende, denn aus dem Gerät kam überhaupt kein Ton raus. Und ich habe festgestellt, dass da kein Ton rauskommt, weil eine der Sicherungen ständig fliegt. Also dieses Gerät hat mehrere Sicherungen. Wir haben einmal hier eine Hauptsicherung auf der Primärseite. Dann haben wir eine Motorsicherung, die sieht man hier oben. Und wir haben diese Sicherung, die direkt vor dem Brückengleichrichter sitzt und die ist mir ständig durchgebrannt, in dem Moment, wo man das Gerät einschaltet. Ja, und das deutet natürlich darauf hin, dass da irgendwo ein ganz massiver Kurzschluss ist. Und ich habe mir gedacht, dass zumindest mal vier sehr verdächtige Bauteile hierfür diese vier Kondensatoren sein könnten. Das sind alles 500 Mikrofarad Kondensatoren. Und ich würde jetzt mal in einem ersten Step die vier mir anschauen bzw. die austauschen. Könnte natürlich auch sein, dass der Kurzschluss von einem dieser Transistoren kommt. Davon hat es einige, das sehen wir gleich. Aber ich würde jetzt erstmal mir diese Kondensatoren etwas genauer anschauen. Ja, das ist leichter gesagt als getan, weil das Gerät ist relativ dicht verbaut. Die vier Kondensatoren, hier habe ich zwei schon rausgelötet, ihr seht sie aber nochmal auf dem Bild, das ich einblende, sind auf dieser Platine. Und die ist erstmal nicht zugänglich, weil auch die Rückwand des Gerätes noch im Weg ist. Also habe ich zuerst diese Rückwand abgeschraubt mit den vier Schrauben, die sich am Rand befinden. Dann kann man diese Seite aber leider noch nicht umklappen, weil natürlich noch hier die Kabel an dem Hammond-Federhall befestigt sind. Und da habe ich es als einfachste Möglichkeit betrachtet, die mal abzulöten. Und dann können wir die Rückwand hier tatsächlich mal komplett nach unten klappen, damit die aus dem Weg ist. Die Platinen sind in dem Gerät auch etwas schwierig befestigt. Die sind einmal geschraubt. Man kann hier noch die Schrauben erkennen, eine hier. Und eine links, also da muss man eine Mutter lösen, aber dann sind die noch lange nicht los, weil die sind auch mit drei von diesen Plastikzapfen hier eingehangen. Da sieht man noch die Löcher, 1, 2 und 3, also da sind die nur eingehangen. Man sieht das hier von der Platine auf der anderen Seite dieser Trennwand. Aber es gibt noch diesen Zapfen und der ist nicht eingehangen. Der geht tatsächlich an dieser Stelle, ne, wo ist es? An dieser Stelle durch die Platine. Ja, man sieht das an dieser Stelle ein bisschen. Man muss bei diesem Zapfen schauen, dass man das Plastik mit einer Zange möglichst zusammendrückt. Und das ist dann ja noch hier durchgesteckt. Und dann kann man schauen, dass man mit der anderen Hand vorsichtig lokal Kraft ausübt, um das hier dann rauszuziehen. Das hat eigentlich gut funktioniert, ohne dass die Platine gebrochen ist, aber es ist halt, die Materialien werden alt und spröde, es ist nicht ganz ungefährlich. Ja, und so sieht diese Platine dann aus, bevor man sie hochklappt. Und man kann sich vorstellen, wenn da die Rückwand noch drauf ist, dann kommt man eigentlich an überhaupt nichts wirklich dran. Also das ist alles sehr eng verbaut. Ja, und dann schauen wir uns jetzt mal die Kondensatoren etwas genauer an, was mit denen los ist. Wenn man sich diese alten Röderstein-Kondensatoren mal genauer anschaut, dann fällt auf, dass dieser erste ganz rechts, das ist einer von den beiden 500 Mikrofarad 70 Volt Elkos, dass der schon irgendwie ein kleines bisschen seltsam aussieht, wobei er nicht im klassischen Sinne ausgelaufen aussieht. Aber die Oberfläche ist etwas glänzend, speckig, und wenn man da mal mit dem Fingernagel dagegen drückt, fühlt er sich relativ weich an. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein typisches Zeichen ist, wie diese Kondensatoren sich zersetzen,
Aber wenn man mal ein Multimeter anlegt, um eine Widerstandsmessung zu machen, dann wird mir da 1,8 Megaohm, also 1,88 Megaohm angezeigt. Und da dieses Messgerät mit Gleichstrom misst, ist das natürlich irgendwie etwas wenig. Denn der Kondensator sollte für Gleichstrom ja ein nahezu unendlicher Widerstand sein. Also zumindest mehr als 1,8 Megaohm. Das ist schon mal ein Anzeichen, dass da vielleicht irgendetwas nicht stimmen kann. Schauen wir uns doch mal an, wie eine Widerstandsmessung bei einem neuen Kondensator aussieht. Wenn wir da das Messgerät einschalten, dann wird der Widerstand über die Zeit tatsächlich immer größer. Das hängt einfach damit zusammen, dass am Anfang ein Ladestrom fließt, der den Kondensator auflädt, und dieser Ladestrom nimmt über die Zeit ab und deswegen nimmt nach dem Ohmschen Gesetz logischerweise der Widerstand zu. Und wie man hier sehen kann, der nimmt wirklich erheblich zu, der geht auch über 10 Megaohm. Und bei einem der alten Rödersteins sieht das leider genau so aus, dass da überhaupt nichts passiert, der ist bei 300 Kiloohm und der nimmt sogar noch ab. Also da ist irgendwas oberfaul, würde ich sagen. Aber wiederum andere dieser alten Kondensatoren haben sich relativ normal verhalten. Der Widerstand nimmt auch über die Zeit zu. Und betroffen von dem seltsamen Verhalten waren eigentlich nur die zwei 500 Mikrofarad 70 Volt. Und die sind höchstwahrscheinlich defekt. Ein anderer Hinweis ist eine Kapazitätsprüfung. Wie ihr hier sehen könnt, der 500 Mikrofarad zeigt mir eine Kapazität von fast 780 Mikrofarad an. Das ist natürlich deutlich über dem Nennwert. Das ist jetzt aber allerdings auch nicht wirklich sehr eindeutig, denn man darf nie vergessen, dass diese alten Kondensatoren durchaus auch mal Abweichungen von minus 20% und plus 50% haben. Und bei den plus 50% sind wir hier schon wieder ein kleines bisschen drüber. Es ist ein bisschen mehr als plus 50%. Also ist schon ein etwas komischer Wert. Aber eine zu hohe Kapazität kann eben auch ein Hinweis darauf sein, dass dieser Kondensator einen ziemlich großen Leckstrom hat. Denn diese Kapazitätsmessgeräte arbeiten auf eine Art und Weise, dass sie den Leckstrom noch als Ladestrom interpretieren und deswegen eine viel höhere Kapazität annehmen. Also das sind alles keine Beweise, aber es deutet das ein oder andere schon darauf hin, dass diese beiden Kondensatoren eventuell so hohe Leckströme haben, dass unsere 400 mA gerissen werden. Ich weiß allerdings mittlerweile aus Erfahrung, dass Messtechnik eine durchaus gefährliche und trügerische Sache sein kann. Und deswegen möchte ich mich darauf jetzt noch nicht versteifen. Vielleicht fehlt mir hier einfach ein bisschen die Erfahrung. Ich denke mal, was ein guter Test wäre, wäre, dass man diese Kondensatoren mal an eine Gleichspannung dranhängt, die in etwa der Nennspannung entspricht, also der Spannungsfestigkeit, vielleicht so 60 Volt, 65 Volt, und dann mal zu messen, was da tatsächlich für einen Leckstrom fließt. Aber ich habe momentan kein Labornetzteil, das mir solche Spannungen liefern kann. Deswegen werde ich diese Kondensatoren mal für später aufheben. Aber das ist etwas, was mich sehr interessiert, und das werde ich später, wenn ich die richtigen Werkzeuge habe, mir nochmal genauer anschauen. Ja, jetzt tausche mir die Dinger aber erstmal aus, und ich habe dann tatsächlich auch alle fünf ausgetauscht, weil wenn ich die Platine schon mal in der Hand habe, dann kann man das auch durchaus mal machen, auch wenn sie vielleicht nicht kaputt sind, aber ich habe sie trotzdem ausgetauscht. Ja, was ein bisschen blöd ist, 500 Mikrofarad bis Spannungsfestigkeit von 70 Volt, das habe ich so überhaupt nicht mehr gefunden. Also das scheint ein Wert zu sein oder eine Kombination, die es so nicht mehr gibt. Deswegen bin ich einfach auf den nächst kleineren Wert gegangen, das wären dann 470 Mikrofarad. Und da gab es zum Beispiel eine Spannungsfestigkeit von 100 Volt. Mehr Spannungsfestigkeit geht ja immer, das ist ja kein Thema. Und die 30 Mikrofarad weniger ist auch kein Problem, weil diese alten Kondensatoren haben ja durchaus plus minus 20% gehabt. Das heißt, die konnten ja
100 Mikrofarad in jede Richtung sowieso abweichen. Und da sind 30 nach unten absolut noch im Rahmen der damaligen Spezifikationen. Also das passt eigentlich. Naja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich habe jetzt mal die 5 Elkos auf der Platine getauscht. Das Positive ist, die Sicherung fliegt nicht mehr raus. Und ich habe das Ganze jetzt mal an meinen Funktionsgenerator und meinen kleinen Übungsverstärker angeschlossen. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Okay. Na, wenn das nicht Dr. Warum ist, naja. Es rauscht ziemlich und da stimmt sicherlich irgendwas anderes noch nicht. Aber das wird mir schon alles hinbekommen und da geht's beim nächsten Mal weiter. So, jetzt ist der Federhall auch wieder angelötet und... Also bei einem Sinuston hört man das eh nicht so richtig, aber... Scheint auch zu funktionieren. Naja, und was bei Bandechos aus deutschen Landen auch niemals fehlen darf, ist das unwürdige Abstrampeln beim Tauschen einer einfachen Glühbirne. Auch hier ist eine Birne der Tafelbeleuchtung kaputt gewesen. Und da zeigt sich, dass die deutsche Ingenieurskunst noch nicht immer wartungsfreundliche Geräte fabriziert hat. Denn hier muss man schon ziemlich dran rumfummeln, bis man überhaupt an die Fassung kommt. Und das ist dann noch nicht mal eine echte Fassung, sondern mehr oder weniger so ein Drahtwendel, wo die Glühbirne reingeschraubt wird. Und das muss man wirklich nicht andauernd machen, deswegen hoffe ich, dass die ich jetzt eingesetzt habe, auch schön lange halten wird. Beim Einbau, kleiner Tipp, dasselbe Gefummel, nur eben andersherum. Also jetzt mal ernsthaft, Freunde. Man muss die komplette Frontplatte abschrauben oder losschrauben, um diese Birne zu wechseln. Das kann nicht wahr sein. Oder man braucht Elfenfinger. Die habe ich nicht, ich habe Wurstfinger. Ach, lass mir das einfach. Wichtig ist wie immer, was hinten rauskommt oder in dem Fall vorne, nämlich Licht. Man sieht es da ein bisschen leuchten. Und das soll es für diesen ersten Teil mal gewesen sein. Gibt an dem Gerät schon noch das ein oder andere zu tun und das wird irgendwann, wie ich Zeit und Lust habe, mal folgen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.